Ei kriegst du noch auf. Ja, das sieht aber nicht aus, oder? Nee. Drei. Dann nimm den, ja. Ach, scheiße. Den nur. Der andere weg in der Mitte. Wenn sie was blöd ist. Ja. Ich glaube mal nicht, dass wir den so drauf kriegen. Bis hier hoch dann. Das glaube ich, das ist zu steil. Kriegst du den nicht höher hin? Das wird zu steil. Vor allem hier oben. Nee, ich meine, den Mast kriegst du den nicht höher. Den Mast kriegen wir nicht höher. Jetzt muss ich noch was testen. Versuch das mit dem Stapelbarren. Ja gut, der Stapelbarren, der könnte doch gehen. Ja, der reicht doch. Wir brauchen noch pro Etage eh mehrere Dinge. Ja. Einfach mal testen, ob wir den anschließen können. Mhm. Muss auf die andere Seite. So. Ne, geht nicht. Gut, dann mache ich das direkt anders, warte. Ich will mal den Stapelbaren testen. Kannst du den mal abreißen gerade hier? Ja. Jetzt ist die Platte unter dir weg. Mario. Ich glaube, das wäre da an der Stelle noch kein Problem. Nein, doch, das wäre ein Problem. Teuer, ich habe keinen Beton. Moment. Ich finde, das sieht aber ein bisschen blöd aus. Lass uns das anders machen. Ja, aber wie? Ich weiß schon wie. Warte mal kurz. Den weg. Den kann man schon so machen, also. Ich finde, das kann man schon machen. So, haben wir noch Decken? Ja, haben wir. Also Fundamente. Nun so zur Info, wir wollen wir uns gleich mal wegbewegen auf dem Discord. Achso, sehe ich auch gerade. Ja. Kann gleich mal machen. Soll ich moven? Können wir gleich machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Das kriege ich jetzt relativ scheiße geworden. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen umplanen. Dann machen wir das Ganze mal so. Was hat das jetzt für Sinn? Warte. Findest du das optisch schön? Also ich fand dich. Ja, warte mal. So eine Scheiße. Kannst du mal die Werkbank woanders hinsetzen? Mhm. Ne, ich kann die auch erstmal gerade abschalten. Ach, jetzt ist der Strom hier noch im Weg. Ah, oh, Mann. Okay, der Strommast kann weg. Kannst du den abreißen? So. Also die Platte, die ich hier jetzt gesetzt habe, nochmal quasi zubauen. Hast du noch Material dabei oder nee, ne? 90. 90, dann machen wir bitte das komplett zu. Genau. So, das ist nur der Eingangsbereich. Hier oben müssen wir dann nochmal Wände setzen. So. Und bringen das Skillpad hier oben. Ja. So. Jetzt können wir nämlich auf der Plattform da drunter direkt mit Förderbändern arbeiten. Hast du noch Material für Wände? Ja. Dann mal bitte. Oder warte mal, ich guck mal, ob ich noch eins machen kann. Ich glaube auch mal nicht. Wände. Welche willst du denn? Die Dreier aus Metall. Genau. So rum, andersrum. Dreh mal. Ja, so rum. Und hier neben eine geschlossene. Moment. Eine geschlossene aus Metall. Ja, auch genau so rum, genau. Hier kannst du mit einer Tür, also mit einem Fenster machen.
Dann ist hier nochmal geschlossen und dann hier wieder 3. Und wenn du vielleicht noch Material hast, kannst du direkt hier. Oh, nee, das machen wir später. So, jetzt können wir nämlich hier unten auf den beiden Plattformen mit Förderbändern arbeiten, die nach oben transportieren. Ich finde das was angenehmer. Ich finde das hat was. So, 3. Ne? Jetzt müssen wir hier hinten noch was ändern mit den Förderbändern. Und zwar muss ich die letzten beiden Wandmodule kurz rausnehmen. Okay, das Förderband läuft noch weiter. Was? Zauberei. Sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber okay. Vorsicht. So, kannst du hier mal normale geschlossene Wände hinsetzen? So eine. Nee, die orange. Warte, nochmal drehen. Ja. Und da vorne auch nochmal. Die ist falsch rum. Die letzte ist falsch rum jetzt. So. Ja. Nee, so, ja. So, wo ist die 4? Förderband stapelbar. Erstmal hier das. Geht das nicht mit dem anderen? Das Problem ist, dass ich hier noch ein Förderband durchschicken muss. Geht durch das Teil durch? Okay, das sieht scheiße aus. Ja. Okay. Testen wir doch mal anders. Ja, aber das geht auch nicht. Wenn es geht, dann sieht es scheiße aus. Das ist okay. Kann man das verbinden? Ja, okay, tatsächlich. Ist das so gewollt? Was denn jetzt? Ich sehe es gerade leider nicht. Wir haben es parallel gesetzt. Ich glaube. Warte. Schon. Irgendwie sieht das aber nicht richtig aus. Ja, weil hier noch einer dazugekommen ist. Warte kurz. So. Okay. Und es bleibt. So, die da oben, die drei, die können wir jetzt noch bis da vorne hinziehen, theoretisch. Wo ich sogar jetzt ehrlich schon gesagt der Meinung bin, dass wir jetzt dann, wenn wir das so machen, ja, dass wir die Wand komplett ersetzen. Eine normale Wand, damit wir das nämlich schön bis vorne hin durchziehen können mit 5 Förderbändern quasi. Da können wir ja. Theoretisch, ja. Lass das hier gleich weitermachen. Lass erstmal oben die Produktion aufstellen. Ja. Weil dann können wir dann das. Wir müssen es ja noch bis nach oben transportieren erstmal noch, ne? Muss ja auch noch eingestellt. Ja, brauchen wir im Moment ja noch nicht. Ja gut. Hatten wir doch gesagt, ne? Die Produktion wollen wir erst machen, umstellen werden, ja, ne? Wenn wir das Material haben, wäre es noch besser. Würde ich mitnehmen sollen. Ja, ich habe noch ein bisschen Beton aufgenommen, aber. So. Wow, 10 ja, wie Stück. Bauen wir das jetzt hier? Wie bauen wir das jetzt weiter hoch? Warte, ich komme. Wir brauchen jetzt 4 Stück, ne? 4 Konstruktoren, ja. Aber wow, erstmal müssen wir mit den Leitungen hier nochmal hochkommen. Ja. Du weißt nur tatsächlich gerade nicht wie. Ist gar nicht mal so. Das ist einfach. Ich würde, wir haben die drei Förderbände, die hochgehen, oder? Das müsste ja eigentlich mehr sein. Wir brauchen noch nur 2. Stimmt. Wir haben nur 2 Minen im Moment. Warte, ich mach das hier unten erstmal. Das hast du vor. Wir müssen die nicht gerade hochziehen? Das wird nicht. Nee. Das nicht. Ich glaube, es gibt Probleme mit der Verbindung jetzt hier.
gucken, ob du die verbinden kannst, wie das aussieht. Nee, lass es. Nee, nee, nee. Ich weiß schon genau. Aber der hier geht, der äußere. Nee, 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 das sieht nicht aus. Der mittlere sieht nicht aus. Nee, oder? Ja, warte. Kann man. Nee, geht nicht. Achso, wegen der, okay, ja. So, dann müssen wir den jetzt hier. Den setzen. Mhm. Der müsste da hin. Ja, das geht. Genau. Gut, dann warte mal. Ja. Ich will jetzt noch alle auf einer Ebene haben. Ganz oben, ne? Ne, die kommen dann hier hoch. Komplett hoch. Ich glaube, das ist aber zu steil. Müssen wir das versuchen, das mal? Ja, ist zu steil. Nicht genügend Freiraum. Förderband zu steil, ja. Gut, wir haben ja ein bisschen Spielraum hier noch. So, warte. Du musst noch einen Knick reinbauen unten. Geht nicht. Hm. Überlappt wieder. Ich muss jetzt hier wieder zwei vorziehen, ne? Eins, zwei. Ja, so wie gerade eben quasi. Ah, Hilfe. Hm, ja, warte, warte, ich weiß nicht, was noch hoch. Ja. So. Ob das so funktioniert? Nee. Nee, 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 nee. Der nimmt das, oder? Ich meine, das sah jetzt nicht gut aus. So wäre das. Ja, bau mal. Ja, doch, ist richtig. Hatten wir ja unten auch so. Der äußere? Ja, da komme ich da dran. Okay, dann warte, dann lass sie aber nochmal weg, weil ich möchte nochmal alles dazwischen setzen, damit die auch hier gleichmäßig reinkommen. Brauchst du nochmal alle Förderwände ab? So. Geht nicht, ne? Bei dem mittleren geht nicht. So, wie ist es jetzt mit dem mittleren? Moment. Geht. Sieht gut aus, ja. Ist fertig. So. Sehr nice. Good job. Hui. So, jetzt haben wir hier die drei Förderbänder. Genau, jetzt müssen wir die wieder auf. Wobei wir nur einen brauchen, ne? Zwei. Eigentlich ja, aber ich würde mal sagen, lass uns den dritten mal als Reserve finden. Genau. Genau, das ist gut. So, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt nur gleichmäßig aufteilen. Wir müssen hier hinten noch ein bisschen Platz lassen, weil wir müssen ja wieder runtergehen mit den drei Förderbändern, ne? Beziehungsweise mit was auch immer wir runtergehen. Muss nicht unbedingt an der Stelle, ja, es muss nicht an der Stelle sein, kann auch anders sein. Nee, das ist scheißegal, wo wir runter. Dann würde ich sagen, lass uns die Konstruktion von hier, von links anfangen. Ja, wir brauchen jetzt pro. Wir brauchen pro Stück Dingens Nummer 2, ne? Also wir brauchen jetzt 6 Konstruktoren, ne? Ja. Mach mal. Ja, fang einfach mal hier hinten an. Ja, hier auf dem, auf der Platte. Oder? Geht irgendwie nicht auf, Moment. Ja, weil die halt mittig stehen, weil es 3 Stück sind. Ja, die 2 hier können wir dann wegziehen, ne? Ja klar, die 2 nehmen wir einfach die Länge mit. Du musst mir dann gleich was sagen. Und drehen, zweimal drehen. Ja, warte. Wir beginnen auf der Platte, oder? Ja, noch eins noch, warte. Stopp. Warte, warte, ich muss gerade schauen. Ja.
Vorne, hinten passt? Vorne ist so. Warte, jetzt gehen wir eins nach hinten. Ja, mach so. So. Dann den nächsten einen Abstand, ne? Genau. Ja. So? Ist okay. Ja. Ah, halt, stopp. Ein wieder zu mir, ja. Das ist der dritte. Ja. Vierter. Ja. Fünfter und der letzte. Ist kein Material mehr, ne? Nee, zwei fehlen mehr, fuck. Wir müssen die Werkbank hier auch errichten. Konstruktor. Passt schon. Das war schon. So, dann mal gucken. Förderbänder. Ach, wir brauchen ja die Dings, die Splitter, ne? Mist. Fuck, die müssen wir dann alle verschieben, ne? Ah. Wir müssen die Maschinen eigentlich nach hinten verschieben, alle. Ja, an die Stelle müssen Splitter hin. Wir reißen nochmal alle auf. Yeah. Dann reißt du direkt alle ab, dann hast du das Material für alle zu setzen. Okay. So, dann. Wir machen lieber noch zwei zusätzliche, ja? Was, zwei zusätzlich? Achso, zwei zusätzliche. Ja, ja, ja. Schaust du nochmal an? Ja, hier hinten wäre der erste Splitter, ne? Machen wir erst den Splitter. Dann ja, mach du den Splitter. Ich weiß nicht, ob ich genügend Material für den habe. Ich weiß ich auch nicht. Logistik, Splitter. Mach einen weiter. Mach auf die hier. Ja. Ja, noch ein Stück. Noch ein? Ist doch nie im Leben jetzt gleichmäßig drauf. Ach nee, wir müssen den in die Mitte jagen, ne? Ja. So. Hier, auf den, auf die Plattform müssen wir den jagen. Ja. Ja, ist okay. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, wir haben jetzt hier den, okay, links und rechts den Splitter. Den. Genau, da kommen das heißt die Dinger hier, ne? Auf dem hier. So, das heißt Maschine ja, das heißt hier, der nächste. Splitter hier. Genau. Schön, das ist jetzt die wunderbare Linie. Wie viele sind dazwischen frei? Drei. Okay. Eins, zwei, drei, Splitter. Ja, fertig, ne? Dann. Machen wir gerade noch Fundamente. So. Ah, stopp, das ist falsch. So. Können wir die Konstruktor. So, jetzt. Schauen wir einmal bei mir mit. Ich würde sagen, auf die, oder? Ja. Warte. So? Ja. Du siehst ja, so. Du siehst das ja eigentlich an der grünen Linie, ne? Dass die parallel sind, oder? Oder ist die grüne Linie nur bei Förderbändern? Ah, scheint. Hier okay, ist jetzt ja. Eine grüne Linie. Ja. Spaß? Die grüne Linie ist dann für die Breite, ist dann die Diagonale. Diagonale, sag ich schon, die Horizontale. Ja, nur links und rechts, ja gut, das kann ich abschätzen. Strom und Förderbänder brauchen wir dann nur noch, ne? So, ja. Ob das so okay ist mit den Förderbändern? Ist das so okay mit dem ersten? Ja, schließ mal den an. Ich weiß nicht, ob das hier Probleme gibt. Ich denke mal schon. Du hast den falschen, ja. Jetzt. Ja, hab's gemerkt. Hä? Was tust du da? Ich weiß nicht, der war da gesetzt oder nein? Also sie ist mein, ja, stimmt. Den hier, ne? Ja, warte, das. Aber das sieht nicht gut aus. Der müsste. Ich weiß schon. Ja, irgendwo ein bisschen kürzer hier treten. Nimm nochmal hier das schräge Förderband raus. Das schräge? Ja, was vor mir ist. Du meinst das hier? Das links von mir. Das ist eigentlich das einzige Förderband, was da ist. Das.
So, 3. Guck jetzt nochmal. Nur die Schräge. Nur die Schräge verbinden. Das passen würde. Ah, jetzt ist okay. Gut, dann weiter. Kommen sich sehr nah, ne? Vorsicht, ich reiß nochmal ab. Hä? Du sollst verschwinden. So, jetzt kannst du die wieder verwenden, hier außen. Ja. So, die kannst du auch schon mal verwenden. Beziehungsweise, warte. Jetzt. Ich mal die Ecke an. Nein. Jetzt die Ecke. Besser. Da fehlt dann eins, ne? Ja, aber passt. So? Passt, ne? Ja. Ja. So, jetzt ist da hinten noch. Nee, nee. Gerade wäre. Nee, 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 nee. Das führen wir schön in der, mit den anderen parallel mit. Beziehungsweise hier müsste das, glaube ich, der sein. Ah, warte. So, jetzt kann ich keine mehr bauen. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.